Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Loot-Chest. Ja, naja, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das nennen möchte. Auf jeden Fall, ihr seht jetzt wahrscheinlich meinen Kopf gar nicht. Aber was ihr hier sehen könnt, ist, dass ich von Loot-Chest eine Loot-Chest zugeschickt bekommen habe. Und das finde ich echt sehr, sehr cool. Danke an Loot-Chest nochmal. Ihr findet all die Links in der Videobeschreibung zu Facebook, zu Twitter, zu überall, wo es Loot-Chest gibt. Und dann haben die mir hier mal so eine Packung zugesendet. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was das ist. Am Anfang öffnen wir die ganze Box mal. Ich habe die schon aufgeschnitten natürlich. Und ich habe die Adresse rausgeblurrt, weil ich wollte jetzt nicht mit der Dings runtermachen. Okay, dann öffnen wir hier einfach mal so. Gut, ich hoffe mal, dass man es von hier gut sehen kann. Der Flügel vielleicht nervt hier ein bisschen. Aber ich hoffe, dass es so für euch okay ist. Ich kann das nämlich nicht von meiner Schulter aus filmen, aber ich zeige euch das jetzt das Ganze einfach mal. Ich nehme das Ganze hier mit meiner Webcam auf, deswegen. So sieht das Ganze hier aus. Und jetzt werde ich euch einfach mal zeigen, was da alles so drin vorhanden ist. So, Moment. So, und jetzt zeige ich euch, was alles drin vorhanden ist. Und zwar, wir haben hier erstmal eine kleine Beschreibung. Die kann man mal öffnen hier. Lootbox, Februar 2015. Magst du bitte fokussieren? Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, man kann es lesen. Hier steht drin, hallo liebe Looter. Kennt ihr das Gefühl, ihr sitzt vor einer Box mit unbekannten Inhalten, voller Vorfreude und auf das, was sich in dieser Box befinden könnte? Viele von euch kennen das Gefühl bereits, dass sie bereits seit 4 Monaten die Loot-Chests bekommen. Für die Neuen unter euch, freut euch auf dieses Gefühl, ihr werdet es nun jeden Monat genießen können. Ja, genau so ist es nämlich, denn das ist auch die erste Box, die ich bekomme. Und deswegen finde ich es ganz lustig, dann haben wir hier, was alles drin sein kann. Aber das möchte ich gar nicht sehen. Gut, dann würde ich sagen, das hier ist das Magazin und jetzt fangen wir mal an. Mit was fangen wir denn an? Hier ist keine Verpackung drüber, das heißt, man sieht eigentlich alles sofort auf den ersten Blick. Und zwar, es sticht so ein bisschen raus und zwar ist das so ein Energy Drink. Da steht, der ist ab. Ich weiß gar nicht, ob der eine Altersbeschränkung hat. Auf jeden Fall ist das hier ein Party Starter und ein Hangover Stopper. Ich hoffe, man kann das sehen. So ein, ja, so ein Energy Drink halt. Ich denke, den muss man mit Wasser vermehren. Und ja, in 250 Milliliter Wasser lösen. Schmeckt eiskalt am besten. Ja, finde ich eigentlich, upsale, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Mein Kopfhörer kann ich eh wegpacken. Werde ich auf jeden Fall mal kosten und dann werde ich sagen, wie der mir schmeckt, ne? Gut, dann haben wir das schon mal. So, das nächste hier ist ein Gear of War, ein Medaillon, sage ich mal. Das ist so eine Art, ja, was halt viele Leute um den Hals tragen. Ich finde es echt cool, sieht echt nice aus. Ich wollte eigentlich schon immer mal sowas haben, vielleicht mit meinem Namen eingeritzt oder so. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Und ich finde es schön. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Dann haben wir hier, fällt auch sehr auf, und zwar ein Original Space Biscuit Karamell Chocolate, ja, ein Keks Karamell Schokoladenkeks. Das hier sieht so aus. So. Finde ich auch wirklich sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Oh, das ist steinhart. Ich hoffe mal, dass das noch gut ist, aber ich glaube, die Box ist ein bisschen draußen gestanden bei uns. Ich glaube, das liegt an der Temperatur. Auf jeden Fall werde ich es probieren. Gut, das nächste. Ich gehe einfach der Reihenfolge nach. Haben wir hier ein Transformers, eine Transformers-Figur, und zwar ist das Bulkhead. Finde ich echt sehr cool. Ich bin großer Transformers-Fan. Und habe wieder eine kleine Figur, die ich oben auf meinen Schreibtisch stellen kann. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und wenn ihr auch so, ich liebe ja so Überraschungsmomente immer, wenn man nicht weiß, was sich darin befindet. Und dann finde ich es auch schon sehr, sehr cool. Gut. Dann machen wir einfach mal weiter. Und zwar, dann haben wir hier ein Duftbaum mit einem Superman-Logo. Sieht sehr, sehr cool aus. Ich habe leider noch kein eigenes Auto.
und auch kein Führerschein, wo ich das reinhängen könnte. Aber vielleicht hänge ich es mal in meinem Zimmer auf. Und es riecht ganz gut. Vielleicht kann ich es ja auch für die Toilette benutzen. Mal schauen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also ich mag ja so Comics und Superhelden-Sachen gerne und das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bisher bin ich noch nicht enttäuscht. Zudem kommen wir später. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter mit dem T-Shirt. Und zwar haben wir hier, ich öffne das jetzt gleich mal. Und zwar, das ist ein... Ich muss mir hier mal so angucken, so. Das ist ein Enjoy Nuka Cola Quantum. Ja, das soll so ein... Ja, hier kann man es eigentlich ganz gut sehen, was das hier für ein T-Shirt ist. Enjoy Nuka Cola Quantum mit Radiation. Also das ist radioaktiv anscheinend aufgeladen, die Cola. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich merke gerade, ich habe M bestellt. Und das ist mir wohl ein bisschen zu weit. Nächstes Mal weiß ich, bestelle ich kein M mehr. Aber das ist richtig warm. Wie es wäre es frisch gebügelt worden. Aber das ist es ja nicht, weil die haben das ja schon vor ein paar Tagen weggeschickt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Freut mich. Und das Ganze sieht hier so aus. Sieht, wow, das sieht echt cool aus, das T-Shirt. Muss ich echt sagen. Also ich werde es zu Hause tragen, weil für andere Zwecke ist es mir zu groß. Aber hier, Big Daddy versus the Songbird. Da hätte ich fast SpongeBird gesagt, warum auch immer. Auf jeden Fall so. Sieht wirklich sehr, 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 sehr cool aus. Sieht echt nice aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Danke auf jeden Fall. Also ich freue mich irgendwie mega. Gut, dann haben wir noch zwei Sachen. Jetzt kommen wir erstmal zum vorletzten. Und zwar ist das hier so ein... Naja, wie soll ich sagen? So ein Sticker. So ein Wolverine-Sticker. Ja, genau. Das ist so ein Wolverine-Sticker, den man, denke ich, hinten auf den Laptop packen kann oder irgendwo, wo es halt passt. Ich habe leider keinen Laptop. Mal schauen, wo der Verwendung findet, aber er wird auf jeden Fall Verwendung finden. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten und ich denke, das interessiert die meisten. Und zwar ist das hier eine Walking Dead Figur. So, ich zeige das Ganze hier mal. So, ich weiß nicht, was drin ist. Ich packe die Figur jetzt einfach mal raus. Ich habe sie in der Hand und zeige sie euch jetzt. Und dann gucke ich hin. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich kenne sie auf jeden Fall. Die hatte doch diese einen Zombies immer an dieser Leine, ne? An dieser Kette. Finde ich auf jeden Fall super cool. Ich kann sie euch jetzt nur von hier zeigen, weil der möchte irgendwie nicht ordentlich fokussieren hier. Freut mich wirklich mega. Die fühlt sich richtig hochwertig an, weil die also das ist nicht so biegsam, sondern das ist auch richtig hart und lustig, dass die riecht gar nicht so nach Plastik, sondern eigentlich nur die Verpackung hier. Was ist die Verpackung? Auf jeden Fall sehr cool, wird oben auf jeden Fall stehen. Und wer weiß, vielleicht werde ich mir demnächst noch mehr Lootboxen kaufen. Und dann wird die Sammlung vielleicht noch ein bisschen größer. Also mein Highlight von der ganzen Box war auf jeden Fall diese Figur hier. Und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr am besten fandet von der ganzen Box. Und wenn ihr euch selbst eine kaufen möchtet, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Ihr habt einen Link dazu. Geht ganz einfach. Ihr wählt einfach online die Kleidergröße aus. Und schreibt eure Adresse hinein. Das Ganze kostet, glaube ich, 20, 25 Euro. Und ihr bekommt Sachen wirklich im Wert von 60 Euro oder mehr. Ich kann hier mal ganz kurz nachschauen. Da steht ja alles drin, wie viel und was wert ist. Zum Beispiel die kleine Figur hier. Gucken wir mal, wie viel die wert ist. Und zwar die ist... 11,99 wert. Die Transformers-Figur 4,99. Der Wolverine-Sticker 3,99. Der Space-Cake 1,49. Dann dieser Doc-Tag hier 7 Euro. Blast from the... Beide T-Shirts für 14,95. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Box kostet vielleicht 25 Euro und dann hast du zwei T-Shirts, die quasi mehr kosten. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, das Lootchest-Team. Und danke nochmal an euch.
Und ich würde sagen, wenn ihr mehr von Loot-Chest wollt, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao.